Willis MB oder kurz Willy war ein Nutzfahrzeug, das die US Army im Zweiten Weltkrieg verwendete. Er wurde von 1942 bis 1945 produziert und wird tatsächlich heute noch zum Teil verwendet. Als Allzweckfahrzeug wurde der Willy zum Transport, als Zugmaschine oder zur Aufklärung verwendet. Der Willy konnte eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreichen und wurde meist aufgrund einer MG-Lafette in der Ladefläche auch zum aktiven Kampfeinsatz genutzt, indem auf diese MG-Lafette ein Kaliber 50 M2 Browning MG montiert wurde.